ich möchte eigentlich tatsächlich nur kurz mal mein Team heilen. So. So. Gut, dann haben wir das auch. Dieser Lava, das wird das nächste Pokémon sein, was uns jetzt gleich als nächstes bevorsteht. Kurz, ich kaufe noch schnell. Ach, willkommen. Egal, ich habe ja genug. Einmal noch mitnehmen. Die kosten nämlich nur 500. Die kosten nämlich original im Spiel, kosten die, glaube ich, 1000 oder 1500. Hier möchten sie, kosten sie weniger. Gut. Dann haben wir das Thema Zapdos erledigt. Check, wir machen weiter in der nächsten Folge und dann geht's ans Lovers. Ja, liebe Leute, heute geht es weiter mit dem Fangen von legendären Vogel-Pokémon. Das heißt, heute steht der Feuervogel Lavados uns bevor. Wir haben jetzt 145 Pokémon tatsächlich mittlerweile. Ja, wir haben schon einiges gemacht. Also Amorosa und Zapdos haben wir schon tatsächlich abgearbeitet. Uns fehlt tatsächlich das Ammonitas. Da müssen wir vielleicht ein bisschen Glück haben für die übernächsten Folge. Bei der nächsten Folge steht auch Arktos an und danach geht es um Mewtwo. Und dann müssen wir vielleicht ein bisschen Glück haben und ja... Und dann fehlt es tatsächlich auch nicht mehr allzu viel, um den Pokédex einmal komplett zu vervollständigen. Ich weiß nicht, ob es reicht, ob wir die Pokémon sehen. Oder ob es tatsächlich sein muss, wir müssen sie unbedingt alle fangen. Weil dann wird es ein bisschen tricky werden mit Fangen, weil einige Pokémon für uns nicht fangbar sind. Ja, wie dem auch sei, wir müssen gucken, was machen heute. Schauen wir mal. Vielleicht machen wir auch die Wimages in der Pokémon-Liga. Warte mal, ich kann mal gucken, wie die Teams in der Pokémon-Liga aussehen. Vielleicht haben wir da auch ein bisschen Dusel. Und können tatsächlich. Let's go Evoli Top 4. Ich frage mich, wie sehen die Rematches aus? So, warte mal. Die große Frage, wie sieht das mit den... Okay, du möchtest also nicht. Das Heimlichkeit. Dann nehmen wir mal Link. Das ärgert mich gerade, dass ich dieses Geowatz nicht kriege. Das ist wahrscheinlich das einzige Pokémon. Ansonsten muss ich es anders machen. Ich habe ein Geowatz auf jeden Fall Pokémon. Let's go. Evoli. Auf Pokémon Go. So ist es richtig. Naja, wie dem auch sei, wir machen heute weiter erstmal mit Lavados. Das ist jetzt erstmal das große Ziel. Du möchtest den Visaflor sehen, das ist mir weiß ich egal. So, gucken wir mal. Ich mache mir gar keine Sorgen, dass wir es nicht hinkriegen. Irgendwie werden wir schon hinbekommen. Was ist hier? Ach, Macho. Maschak. Entschuldigung. Warte mal. Das Golbat. Das ist verschwindet von mir. Okay. Ich glaube, hier ist der wichtige ist der Punkt. Wenn ich es richtig im Kopf habe. So, dann speichern wir kurz das Spiel natürlich, klar. Nee, da oben. Okay. Alles gut, alles gut. Oh, nehmen wir mit. Ein Fläschchen AP, top. Und da ist Lavados. So, das wollen wir als nächstes fangen heute. Gut, auf geht's.
Diesmal in der normalen Form und nicht in der Gala-Form. Wir kennen das ja aus Pokémon Schwert und Schild, beziehungsweise aus Schild. Da haben wir ja das Gala-Labrador gefangen. Nur unser Ziel ist es heute, das normale Labrador zu fangen. Und das ist unser Ziel. So, Raichu darf auf jeden Fall wieder ran. Ich denke, das war gegen Zapdos relativ gut geklappt. Nur diesmal gehe ich voll drauf mit Donner. Oh, er geht mit Hitzewelle rein. Ja, natürlich, mit dem Volltreffer. Wunderbar, weil es auch... Dann geht Kabuto aus. Ich hoffe, dass es funktioniert mit dem Steinhagel rein. Arktos haben... Quatsch. Zapdos haben wir eine Minute gebraucht für, um es zu schwächen. Natürlich! Du schreckst auch noch zurück. Ey, ernsthaft, einen Volltreffer unten zurück, schreckt hintereinander weg. Ich bin mir nicht... Jetzt, nein, ich weiß, bewusst, wir müssen es besiegen, damit wir es erst fangen können. So, jetzt können wir uns tatsächlich damit fangen, damit auseinandersetzen. Ach, ich brauche hier wieder. Hier wieder am Anwerfen. Ich weiß nicht, was geht. So, das labert das natürlich manchmal. Das wäre zu krass gewesen, wenn er jetzt schon mit dem ersten Ball reingegangen wäre. Aber das wäre zu bisschen. So, der nächste wird unser längster Weg werden. Aber jetzt erstmal gucken, dass wir dieses Feuer-Pokémon hier gecasht bekommen. Eins, zwei, drei. Haha! Ernsthaft jetzt? Du mir ausbrichst noch? Komm mal her, mein Freund. Komm mal her, kleines Labrador. Ich brauche dich nicht. Eins, zwei, drei. Okay, das zweite Mal mittlerweile schon. Ich sprich mal kurz in. Nein, 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 nein. Wäre des Fangversuchs viel ruhiger. Okay, das wird. Ein bisschen zu niedrig angesetzt. So, dann versuchen wir es jetzt mal zu cashen. Eins. Also, kriegst du eine goldene Nanabeere und dann haust du mir doch noch beim ersten Mal. Also, das ist zwar nicht geschafft. Das ist jetzt auch wieder Level 50. Und alle legendären Pokémon auch. Außer das letzte, was es an diesem Gebiet noch fehlt. Aber das machen wir nicht jetzt. Das ist ja. Thema wahrscheinlich für die übernächste Folge. So, egal. Erstmal Labrador gucken, dass wir das kriegen, weil das würde jetzt doch einfach schwer genug werden. Ah, du zickst jetzt gerade aber richtig. Pass auf. Wie geht der durch jetzt? Der zweite Ball ist durchgegangen. Komm jetzt her, komm jetzt her. Leider kriege ich es nicht komplett im grünen Bereich, dass ich das leichter fangen bekomme. Leichter fangen, aber. Aber jetzt. Ah, zieht nicht. Warum nerv ich jetzt bitte nicht? Ich habe auch noch ein bisschen was vor heute. Nein. Nächstes, komm. Ah, du. Ja, du bist ein bisschen auf dem Piss gerade. Komm her, Mann. Komm her jetzt. Eins. Zwei. Der Bruder hat nicht so groß rumgezickt. Eins. Zwei. Du zickst jetzt gerade beim zweiten Ball, beim nächsten Ball schon rum. Eins, zwei, drei. Jetzt.
Hammers. Lavados. Shit. So, fehlt uns noch einer. Fehlt uns noch einer. Das ist Arktos. Mein Lieblings-Pokémon tatsächlich. Mein Lieblings-Vogel-Pokémon. Das ist von den legendären. So, dann gehen wir mal da raus. Und tschüss. Ich verschwinde mal hier. So. Wunderbar. Dann haben wir das auch. Hier soll irgendwo noch verstecktes Item sein, wurde mir gesagt. Glaube zumindest. Bin jetzt gerade nicht sicher, wo. Was hier ist. Ich hatte das nur irgendwo gelesen gehabt, dass da irgendwo noch was ist. Scheinbar aber nicht. Gut, dann machen wir uns auf nach Fuchsania City. Weil, aber wir gehen rüber zur Zinnoba-Insel. Das ist, glaube ich, der kürzere Weg. Ich weiß gar nicht, ob das der kürzere Weg sein wird. So. Du hast auch, du hast einen Kokoba drin. Okay. Muss sein. Ich glaube, cool, dass das Vulkan jetzt sogar der kürzeste Weg sein wird. So, erstmal kurz das komplette Team heilen. So. Okay. Ich glaube aber auch, dass er. Warte mal. Doch, wir waren noch. Ich glaube, Fuchsania City war der kürzeste, war der einfachste Weg. Ich erinnere mich ganz dunkel noch dran an die Originalspiele. Da war es, glaube ich, immer Fuchsania City, dass wir den Weg dann genommen haben. Ich werde jetzt bewusst auch die Trainer, die da rumschwirren, noch auslassen. Ich werde es jetzt nicht machen. Weil wir ja heute noch ein bisschen was vorhaben, liebe Leute. Ach, da sind einige neue Trainer dabei, ja. Nur da oben ist ein Ammonitas, ne? Warte mal, kriege ich das vielleicht sogar als Eintrag dazu, wenn ich das jetzt irgendwie noch anspreche?